Liegen mehrere Wortmeldungen vor. Ich gebe zunächst Herrn Staatsminister Glaube aus Bayern das Wort. Frau Präsidentin, Kolleginnen und Kollegen, sehr verehrte Damen und Herren! Mit dem heutigen Entschließungsantrag zum Thema Verbot von Plastiktüten, Plastikprodukten, Einwegprodukten wollen wir den beschrittenen Weg vom 15. März, der hier in diesem Haus gefasst wurde, weiter fortführen. Am 15. März ging es um das Thema beschließend um Mikro- und Nanoplastik und vor allem in dem Fall Mikro- und Nanoplastik in Kosmetika. Wir wollen mit dem heutigen Entschließungsantrag einen Schritt weitergehen, und zwar in zwei Teilen. Im ersten Teil geht es um das Thema Plastiktüten. Hier ist natürlich der Bund, das Bundesumweltministerium, mit einem ersten Schritt vorangegangen. Wir sehen aber so, Kolleginnen und Kollegen, dass dieser erste Schritt zu wenig ist. Wir müssen mehr tun. Und aus Bayern heraus ist man oft gewohnt, dass wir nicht über den Verbot Dinge regeln wollen, sondern über die Freiwilligkeit. Aber man muss auch sehen, wenn Dinge in der Freiwilligkeit nicht funktionieren. Und beim Thema Plastiktüten hat Freiwilligkeit nicht funktioniert. Die freiwilligen Verpflichtungen haben dazu geführt, dass wir immer noch 2 Milliarden Plastiktüten pro anno im Umlauf haben. Und wenn wir heute über das Thema Klimaschutz, über Nachhaltigkeit diskutieren, dann bedeutet das in Menge, Kolleginnen und Kollegen, 80.000 Tonnen Öl im Einsatz. Und hier müssen wir aus unserer Sicht Regelungen finden. Und die Regelung ist, dass wir bei der Bundesregelung darüber hinausgehen. Es ist ein erster Schritt, aber beim Thema Einwegtüten, sogenannten Hemdchentüten für Obst und Gemüse, sie müssen inbegriffen werden, sie müssen mit dazugenommen werden. Noch dazu, wenn so eine Tüte im Durchschnitt 25 Minuten im Einsatz ist. Und ich habe mich in Bayern mit der Fridays for Future Bewegung in mehreren Konferenzen regional getroffen. Ein großer Wunsch war das Thema Umgang mit Plastik. Und das Thema Umgang mit Plastik auch hinsichtlich der Auswirkungen in der Natur, wenn es zu Mikroplastik wird, wenn es dann in den Kreislauf von Natur und Tieren vorkommt, wenn natürlich dann wir das, die Spuren über 2000 Jahre nachweisen können, sehen wir es dringend geboten, hier weitere Schritte zu gehen. Und vor allem auch, wir sehen die Möglichkeiten, die heute jederzeit umsetzbar sind. Und ich rufe Ihnen zu, die Menschen, die Bevölkerung in ihren Landesteilen ist oft hier deutlich mehr Schritte weiter, als wir oft politisch Handelnden. Und deshalb unterstützen Sie diesen Entschließungsantrag aus Bayern. Wir haben jetzt die Chance, mit der EU-Regelung zu Einwegplastik auch dieses Thema auf Bundesebene jederzeit gesetzlich mitzuregeln. Ein weiterer Wunsch aus der Umweltministerkonferenz im Mai in Hamburg war das Thema Einwegplastik in Systemgastronomie. Coffee-to-go-Becher, Einweg, Teller, Besteck. Auch hier der Wunsch, natürlich sind diese Produkte lizenziert, natürlich sind sie auch bezahlt, aber sie kommen natürlich nicht dorthin, wo sie hinkommen müssen in großen Teilen. Sie sind eben nicht gemanagt. Und unser Ziel auch der Umweltministerkonferenz ist es, den Kommunen eine Möglichkeit zu verschaffen, auch hier Gebühren zu erheben. Das kann der Bundesgesetzgeber regeln, damit die Länder die Möglichkeit haben, hier den Kommunen wiederum Gebühren, damit die Kommunen Gebühren erheben können, um eine Rechtsgrundlage zu schaffen, damit wir hier mit Entgelten auch eine Zunahme verhindern und im Prinzip eine, sage ich mal, für uns alle, glaube ich, notwendige Herausforderung, den Umgang für künftige Generationen zu organisieren, zu stemmen. Und da geht es nicht darum, Plastik zu verurteilen, sondern vor allem Einwegsysteme zurückzudrängen, um damit auch den Auftrag, den wir haben, für kommende Generationen zu erfüllen. Und das habe ich vorhin angesprochen beim Thema Umgang mit Pestizid. Und so sehen wir es auch bei dem Thema Umgang mit Einwegplastik. Dankeschön.
Vielen Dank, Herr Kollege Glauber. Das Wort hat nun der parlamentarische Staatssekretär Pronold aus dem Bundesministerium für Umwelt, Naturschutz und nukleare Sicherheit. Sehr geehrte Frau Präsidentin, sehr geehrte Damen und Herren, lieber Kollege Glauber, das Thema Plastikmüll ist Gott sei Dank in den letzten ein, zwei Jahren breit in der Öffentlichkeit diskutiert worden. Auslöser waren die Bilder, die wir alle gesehen haben, was an Verschmutzung in den Meeren los ist. Und das hat Gott sei Dank dazu geführt, dass es eine Bewusstseinsänderung, glaube ich, nicht nur in der Breite der Bevölkerung gegeben hat, sondern auch es einen massiven Druck auch im politischen Handeln gibt. Wir haben das Thema Plastikmüll schon seit vielen, vielen Jahren in Bearbeitung. Wir haben vieles auf den Weg gebracht zum letzten Verpackungsgesetz, das auch zu deutlich höheren Recyclingquoten von Plastikabfällen führen wird, weil die Menschen sich ja auch ärgern, wenn sie trennen und das Gefühl haben, dass die Mehrheit doch noch in der Müllverbrennungsanlage landet. Jetzt wird es zukünftig so sein, dass zwei Drittel der gesammelten Plastikabfälle recycelt werden. Das ist ein großer Schritt. Aber recyceln ist eben nicht alles, sondern wir müssen auch vermeiden. Die Abfallhierarchie sieht vor, dass zuerst vermieden wird. Und in diese Richtung geht das Handeln der Bundesregierung und in diese Richtung geht auch der Antrag aus dem Freistaat Bayern. Wir haben in Deutschland ein gut funktionierendes Abfallsystem. Das sogenannte Littering, also das, was in die Umwelt kommt, ist in Deutschland relativ gering. Trotzdem können wir besser werden und wir können auch unsinnige Dinge verbieten. Meine Ministerin hat einen 5-Punkte-Plan vorgelegt, raus aus der Wegwerfgesellschaft. Ein Bereich davon ist das Verbot jetzt von Plastiktüten, das Sie angesprochen haben. Und ich möchte allerdings auch sagen, bei all dem, was man verbietet, muss man auch mal Lob sagen. Wir haben vorher, vor 2 Jahren, mit dem Einzelhandel eine freiwillige Selbstverpflichtung eingegangen. Und das hat dazu geführt, dass wir eine massive Reduktion des Pro-Kopf-Verbrauches von Plastiktüten in Deutschland bereits erreicht haben und dass es um eine 80-prozentige Reduktion des Pro-Kopf-Verbrauches gibt, also weitaus mehr als die EU vorschreibt. Trotzdem haben wir uns entschlossen, dass die, die nicht handeln, jetzt dann auch entsprechend in die Verantwortung genommen werden und dass wir auch die letzten 20% dann durch eine gesetzliche Regelung nun machen. Jetzt haben Sie angesprochen das Thema Hemdchenbeutel, das ist ein schwieriges Thema, das muss man der Ehrlichkeit halber auch sagen. Wenn Sie übrigens heute ganz praktisch mal in den Supermarkt gehen, dann müssen Sie auch aufpassen, dass Sie aus der Freude des Plastiktütenverbots nicht ökologisch falsch handeln. Bei vielen Supermärkten sehe ich jetzt als den tollen Ersatz Papiertüten. Wenn man eine Papiertüte nimmt, dann ist sie erst dann vorteilhafter ökologisch, wenn man sie 40 Mal hernimmt. Ich bin ein sehr sensibler Mensch, aber ich habe es noch nie geschafft, eine Papiertüte 40 Mal zu benutzen. Deswegen kommt es auch darauf an, dass man das, was als Alternative dazu kommt, dass das tatsächlich funktioniert. Und bei den Hemdchenbeuteln gibt es die Debatte, was ist mit der Frage der Lebensmittelverschwendung? Auch etwas, was wir vermeiden wollen, was eher zunimmt, wenn man da keine Verpackung hat. Welche Alternativen werden dort angeboten? Sind die ökologisch vorteilhafter als diese dünnen Einwegbeutel? Der Handel ist an manchen Stellen weiter. Ich habe vor kurzem entgegengenommen so einen wiederverwertbaren, auch aus Plastik hergestellten Einkaufsnetz, das auch nicht Mikroplastik absondert. Also es gibt durchaus Möglichkeiten, aber das setzt wiederum voraus, dass die Verbraucherinnen und Verbraucher, die ein sehr hohes Bewusstsein haben, auch tatsächlich entsprechend handeln und dann dieses Netz zum Beispiel immer wieder dabei haben. Dann kann man de facto Hemdchenbeutel auch angehen. Und ich schlage vor, dass wir das Thema beobachten und dass wir auch schauen, wann Zeit ist, an dieser Stelle nachzubessern. Die zweite Sache, die Sie angesprochen haben, ist die Umsetzung der Einweg-Kunststoff-Richtlinie. Da arbeiten wir mit Feuereifer dran, da sind wir auch in Gesprächen mit den Ländern. Ich halte das für ganz zentral, dass wir viele Dinge, die auch nun unsinnig sind, dort regeln oder auch verbieten. Und einer der Punkte,
die dort zum Beispiel auch eine Rolle spielt, ist eine erweiterte Herstellerverantwortung. Das heißt, dass wir zum Beispiel auch bei Zigarettenkippen dann die Kosten für Reinigungsmaßnahmen auf die in den Verkehrbringer umlegen können. Etwas, was vor Ort in den Kommunen wie andere Themen auch sicher auf eine positive Resonanz stellt. Wir werden auch den Einsatz von recycelten Kunststoffen verbessern. Der nächste runde Tisch der Bundesumweltministerin wird dazu am 15. Oktober stattfinden. Und ich freue mich weiterhin auf eine gute Gesprächsatmosphäre mit den Ländern, weil es ist tatsächlich eine Menge zu tun. Und wir sollten die Möglichkeiten, die die aktuelle Debatte nutzt, auch bringt, auch nutzen, um hier deutliche Schritte gemeinsam voranzugehen. Vielen Dank. Vielen Dank. Weitere Wortmeldungen liegen nicht vor. Ich weise die Vorlage den Ausschüssen zu, und zwar dem Ausschuss für Umwelt, Naturschutz und nukleare Sicherheit federführend und dem Wirtschaftsausschuss mitberatend. Ich rufe den Tagesordnungspunkt 21 auf. Es liegt eine Wortmeldung vor von Herrn Minister Dr. Buchholz aus Schleswig-Holstein.